Und da ist Mother Brain schon. Und jetzt bitte, nervt's mich nicht. Ein bisschen beballern. Ein bisschen daneben schießen. Ich hab genug Energie. Ich kann sogar ein bisschen mal reinhüpfen. Mal schauen. So. Na, das geht doch nicht. Hoppala. Na, ist schon vorbei. Und jetzt beginnt die zweite Phase. Wohl ein sehr harter Endgegner, dem überhaupt es gar nicht nützt, wie viele Raketen ich ihn reinboxiere. Das macht der gar nichts aus. Bömmchen werfen. Na super. Das habe ich super gemacht. Na schluck. Friss. Ach geh. Meine Reaktionen sind nicht mehr so gut. Nein. Und nochmal, komm. Oh, nochmal, komm, friss Raketen. Bam, 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 bam. Ich habe genug Lebensenergie. Oh, jetzt beginnen die Armlaser. Haha, diesmal entkommen. Nochmal? Nein. Jetzt müsste es langsam mal, ja, zum Hyper-Beam kommen. Und wir haben nichts mehr. Das könnte jetzt noch ein bisschen dauern. Guck mal, steh mal auf, Samus. Komm, du kriegst nur einen ab. Und hier. Und nochmal. Okay, ich lebe immer noch. Schon zwei gefressen. Okay, jetzt versucht es mich so erledigen. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nicht einmal aufstehen. Und jetzt wäre ich erledigt. Oh mein Gott. Ich bekomme nochmal Hilfe von meinem Metroid-Baby. Und sagt jetzt hat alle Gehirnströme aus. Selbst auch diesen Hyperbeam-Strahlen. Na komm, stirb, Mother Brain. Für deine Taten wirst du büßen. Sabbere mich nicht voll. Wir haben es geschafft. Mother Brain ist tot. Ich vielleicht auch, wer weiß. Oh mein Gott. Nein, es gibt mir Energie wieder zurück, damit ich hier rauskomme. Ach, ich danke schön. Oh wei. Mother Brain hat sich totgestellt. Sag kluge Maus, ey. Nein. Baby Metroid, hau ab, ich schaff das schon. Hau ab. Oh mein Gott, es wird sterben. Sehr emotional alles hier. Oh mein Gott. Aber es hat mir jetzt diesen Hyperbeam gegeben. Den kann ich euch jetzt kurz zeigen. Hier. Ah, kann ich noch nicht zeigen, weil ich den scheinbar noch nicht habe. Jetzt. Jetzt müsste ich ihn haben. Genau, ich habe keine Beams mehr, nur noch Hyperbeam. Und somit mache ich die Tussi endlich platt. Bisschen ausweichen. Das ist die Ping-Pong-Phase, freundschaftlich genannt.
kann gar nichts mehr machen. Außer sterben. Bitte stirb bitte. Ja, hallo. Du bist mir zu nah, Mädel. Okay, mach Mund auf. Genau. Wir haben es geschafft. Die uns ja mal geholfen haben im Spiel. Hier aufschießen. Und dann können die raus. Ja, es ist wieder Mother Brain. Nein. Ah. Gehst du mal down? Danke. Und ja, der Raum ist genauso eklig. Hallo? Okay, dann eben nicht. So, und hier verballere ich die Superraketen. So. Ja. Und wir dürfen natürlich nach Mother Brain dürfen wir wieder abhauen. Und das war's aber noch nicht. Nein. Wer jetzt denkt, Mother Brain ist jetzt schon tot, der irrt sich gewaltig. Wir dürfen nämlich jetzt gegen Mother Brain richtig kämpfen. Nicht so wie bei Metroid Zero Mission. Nein, wir dürfen jetzt gegen Mother Brain richtig kämpfen. Na komm. Ja, und das ist die Musik von Mother Brain. Na komm, mach dein Glubschauge auf. Ja, und sie schreit natürlich. Und wir verballern die Superraketen. Aber wir dürfen das jetzt. Auch, weil das auch der letzte Boss ist. Mother Brain. Oh Gott, und die Musik hört sich krass komisch an. Ja, super. Oh Mann. Die Steuerung ist schon wieder so komisch. Ja. Moment. Mann, das gefällt mir nicht. Was ist bloß los, ey? Meine Fresse. Ja, das sieht jetzt sehr komisch aus, ich weiß. Aber ich mache das jetzt nicht mit Absicht, meine lieben Zuschauer. Oh Mann, ey. Ja, ich bin gleich tot, ne? Aber auch egal. Ja, unsere Reservetanks. Nein! Ey, Alter! Ich weiß nicht, woran das jetzt liegt. Ob das jetzt beim Emulator... Ja, super, ja. Ja. Warum jetzt die Steuerung so rumpackt, das weiß ich nicht. Woran das lag. Ich habe nochmal die Steuerung nochmal hier angeguckt gehabt. Daran lag es nicht. Ich weiß nicht, woran das jetzt lag. Ah komm, direkt mit der Superrakete, ey. Boom. 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 So, komm, geht down. So, jetzt aber. So, ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Ich werde mal hier gleich ein Safe State aktivieren. Genau jetzt. Ja, jetzt verballere ich nochmal die Raketen. Ich hoffe, dass jetzt keine Fehler auftauchen.
Und ja, Shitte. Martha Brain zieht natürlich ganz schön viel Leben ab, ne? So, jetzt haben wir keine Superraketen mehr, aber das ist auch nicht so tragisch. So. Ja, verballer die Raketen-Samus. Das machst du richtig gut. So. Ja, verballer die Rakete. So. Ja. Oh, sie kann eine neue Attacke. Wow. Ja, komm, Martha Brain. Autsch. Ja, komm. Fertig doch mal. Ah ja, jetzt kommt die Attacke. Lalala. Ja. Und wir können jetzt nichts machen. Ja, und Martha Brain raubt natürlich auch unsere ganzen Raketen und Powerbomben weg. Super. Hast du gut gemacht, Martha Brain. Ich bin richtig stolz auf dich. Ja, und ich kann jetzt nichts mehr machen. Super. Ne, ich kann nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr springen. Ich kann nicht mehr aufstehen. Das bleibt jetzt so. Super. Ja. Martha Brain zappert. Und jetzt macht sie wieder die Hyper-Mega-Solar-Strahlattacke. Wenn nicht unser süßer Mitreat wäre. Ja. Saug Martha Brain aus. Lutsch Martha Brain ihr Gehirn aus. Ja, das machst du richtig. Ja. Geh kacken, Martha Brain. Ja. Ja, jetzt schreit sie natürlich auch noch. Ja. Und sie sabbert. Es tropft bei Martha Brain. Ja. Und sie ist jetzt zu Staub. Ja. Aber die Musik läuft natürlich noch, ne? So, was macht jetzt das Mitreat? Natürlich, es heilt uns. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern. Ja, da kommen noch Gase von Martha Brain. Ja, ja. Oh, was ist das? Oh, sie wurde wieder lebendig. Super. Und Martha Brain ist jetzt natürlich sauer und attackiert halt unser Mitreat-Baby. Super. Lässt du das mal in Ruhe? Du blödes Monster. Du blödes Gehirn. Okay. Oh, das ist schon richtig gelb. Und... Nein. Ah, boah, Martha Brain, dafür musst du jetzt sterben. Und wir leuchten natürlich. Na warte, das gibt Rache. So, jetzt haben wir den allerstärksten Beam. Und zwar ist das der Hyper Beam. Ja. Das ist der allerstärkste Beam, den wir hier kriegen können. So, ja, schrei. So. Ha, Martha Brain kann nichts mehr unternehmen und sie wird knallrot. Und Martha Brain ist jetzt tot. Aber jetzt ist sie wirklich endgültig tot. So, jetzt aktiviere ich nochmal ein Safe State, weil wir müssen jetzt nämlich abhauen unter Zeitdruck. Ja. Und wir müssen natürlich nur die Tiere befreien, das habe ich nicht vergessen. Ach, hier war das. So, die Tiere sind befreit. Schießt auf uns. Boom. Hallo. Ah, viel zu hell. Und, sag an, wie viele Items haben wir gefunden? Ja. 100%. Jawohl.